Dieser Junge heißt Wawen. Er ist 9 Jahre alt. Im Alter von 6 Jahren hatte er bereits viel Erfahrung damit, auf der Müllhalde zu arbeiten und dort nach verwertbaren Teilen zu suchen, die er für 50 oder 60 Cent pro Tag in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, verkaufen konnte. Als ein Pastor in das Dorf kam und eine Schule eröffnete, ließen ihn seine Eltern zuerst nicht hingehen, weil sie nicht auf das Geld verzichten konnten, das der Junge verdiente. Aber der Pastor bot ihnen an, ihnen dieselbe Summe zu bezahlen, die die Arbeit auf der Müllhalde einbrachte. Daraufhin ließen sie ihn zur Schule gehen. Und bereits nach kurzer Zeit sahen sie eine solche Veränderung in ihm, dass sie sagten, du musst uns kein Geld mehr geben, wir wollen, dass er in die Schule geht. Wir hoffen, dass wir dieselbe Veränderung im Leben von noch vielen 100 weiteren Kindern sehen werden. Wir können angesichts einer solch tragischen Situation nicht tatenlos zusehen. Und ich glaube, zusammen können wir das Leben von vielen Kindern zum Guten verändern. Ich danke Ihnen. Gott segne Sie. God bless you.